Hi, willkommen zurück zu diesem neuen Video. Seit der Einführung der AirPods im Jahr 2017 haben komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Jedoch haben viele Kopfhörer das Problem, dass sie entweder komplette AirPods-fähig sind oder aber mit einem ziemlich klobigen Design daherkommen. Die Air One von Happy Platz kommen mit einem Kompromiss daher. So sind diese zwar ziemlich minimalistisch designt und auch an die AirPods angelehnt. Gleichzeitig kosten sie jedoch nur 90 Euro und haben auch ein paar Verschiedenheiten. Alles zu den Happy Platz Air One erfahrt ihr in diesem Review. Viel Spaß! Beim Auspacken kommt einem neben den Kopfhörern selbst und dem dazugehörigen Ladecase auch ein Micro-USB-Kabel zum Laden, Silikonaufsätze zum Schutz vor Schweiß sowie der übliche Papierkram mit denen. Schon beim ersten Hinsehen ist die Ähnlichkeit zu den AirPods unübersehbar. Komplett kopiert hat Happy Platz das Design jedoch nicht. Die bei den AirPods komplett runden Stiele sind bei den Air One nämlich etwas ovaler gehalten. Ich muss wirklich sagen, dass mir die Air One vom Design wirklich sehr gut gefallen. Sie sind ziemlich minimalistisch gestaltet, durch die verschiedenen Farbvariationen sehen sie jedoch nicht eins zu eins wie die AirPods aus. Bei der Verarbeitung jedoch merkt man dann doch einfach, dass die Air One nur 90 Euro kosten. Der verwendete Kunststoff fühlt sich nämlich beim Anfassen relativ günstig an. Beim Tragen jedoch fällt das glücklicherweise gar nicht auf. Das Ladecase ist ebenfalls nicht besonders hochwertig. Zwar fühlt sich der verwendete Kunststoff selbst in der Hand gar nicht so schlecht an, gerade der Mechanismus zum Öffnen ist jedoch einfach extrem fragil gebaut worden, sodass man jederzeit das Gefühl hat, dass der Deckel des Cases abbrechen könnte. Und auch die Öffnung für die Ohrhörer wird dadurch, dass Happy Platz diese nicht wirklich an die Ohrhörer angepasst hat, einfach extrem billig. Schön wäre außerdem gewesen, wenn man am Case mit Hilfe einer LED-Anzeige den Ladestand des Cases einsehen könnte. Die Verarbeitung der Air One könnte zwar besser sein, jedoch fühlen sie sich im Ohr nicht günstig an. Das Ladecase hingegen hat mich auf voller Linie enttäuscht. So hat man nicht nur jederzeit das Gefühl, dass der Deckel abbrechen könnte, sondern kann auch nicht einsehen, wie voll das Ladecase aufgeladen ist. Wenn man die Happy Platz Air One dann aus dem Case nimmt, dauert es keine 2 Sekunden, bis sie sich mit dem Smartphone verbinden. Sofern sie natürlich schon mit dem Smartphone gekoppelt sind. Sobald man die Air One dann in die Ohren steckt, merkt man sofort, dass diese einfach einen extrem guten Sitz haben. Man hat keinen Moment das Gefühl, dass die Air One irgendwie herausrutschen könnten. Schade ist jedoch, dass man nach etwa 2,5 bis 3 Stunden Nutzung die Kopfhörer schon wieder aus den Ohren nehmen muss, um sie wieder aufzuladen. Von der Akkulaufzeit hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet. Durch das Ladecase kann man sie dann aber immerhin auch unterwegs aufladen. Dank der Gestensteuerung ist es dann sogar möglich, die Air One zu steuern. Wenn man auf der rechten Seite einmal tippt, wird der aktuelle Song pausiert und bei einem weiteren Tipp weitergespielt. Beim Doppeltipp wird zum nächsten Titel gesprungen und bei einem dreimaligen Tipp zum letzten Titel. Auf der linken Seite kann man die Lautstärke verändern. Mit einem Tipp wird sie lauter und mit zwei Tipps leiser. Schade ist jedoch, dass die Gestensteuerung wirklich alles andere als zuverlässig ist. Es kommt nicht selten vor, dass man eine Geste dann 4 oder 5 Mal ausführen muss, bis sie funktioniert. Und im Alltag fuckt das natürlich extrem ab. Auch in puncto Funktionalität haben mich die Air One auf ganzer Linie enttäuscht. Zwar verbinden sie sich super schnell mit dem Smartphone, die Gestensteuerung ist jedoch super unzuverlässig. Und auch die Akkulaufzeit ist alles andere als gut. Da hilft die lediglich, die Air One zwischendurch dann einmal über das Ladecase aufzuladen. An die Soundqualität hatte ich von Anfang an keine so großen Erwartungen. Und was soll ich sagen, die Air One kommt mich nicht wirklich positiv überraschen. Schlecht ist die Soundqualität jedoch deswegen auch nicht. Höhen und Tiefen sind relativ ausgewogen. Klar fehlt an manchen Stellen einfach etwas Bass und wenn man die Maximallautstärke wirklich nutzen will, klingen sie einfach ziemlich blechern, sodass man sie dann doch lieber zurück ins Case tut. Abschließend kann ich sagen, dass ich mir zweimal überlegen würde, ob ich mir die Air One kaufe. Zwar kommen sie mit einem guten Halt im Ohr und einem schönen Design daher, jedoch
verfügen die Air One über eine ziemlich schlechte Akkulaufzeit, eine schlechte Verarbeitung und auch die Gestensteuerung ist nicht besonders gut. Für 90 Euro bekommt man deutlich bessere Kopfhörer, so kosten die Anker Soundcore Liberty Air zum Beispiel gleich viel. Und die AirPods sind mittlerweile auch nur noch 40 Euro teurer.